Leute, was geht ab? Irgendwo am Start und herzlich willkommen zur 38. Folge von den Varo News und somit auch schon die allerletzte Folge und ja, viel Spaß. Ja, heute war ja das Finale von Varo 2. Die haben sich alle in der Mitte getroffen und der erste Tote war German Let's Play, der von MC Expert getötet wurde. Dieser ist ihm die ganze Zeit nachgerannt und hatte dann durch den Bow-Spam einen Vorteil und konnte Manu dann töten. Eigentlich hätte Manu ihn auch töten können, nur er war immer zu vorsichtig und deswegen hat dann am Ende MC Expert gewonnen. Ja, und hier noch ein kleiner Ausschnitt. Oh, shit. Ja, genau, treff mich noch besser. Aber das sind so lasche Pfeile. Ich glaube, ich bin tot. Ja, WTF, nein, er wurde direkt gekickt. Jo, oh. GLP war nicht der einzige Tote, sondern auch noch MC Expert. Er wurde von Team Crafting Spark getötet. Hier ein kleiner Ausschnitt. Um uns wohin zu locken? Das weiß ich nicht. Ich hab ihn getroffen. Er ist tot. Ja, er ist tot. Ich hab ihn getroffen mit dem finalen Schuss. Mit dem Pfeil. Oh. Alter. Achtung, Creeper. Alter, wir haben Varo ja. Gewonnen. Ja, perfekt. Achtung, Spinnen. Nicht. Jo, wie man gerade gesehen hat, war der Fight ziemlich spannend. Also, wo sie gesehen haben, dass GLP gestorben ist, haben sie natürlich MC Expert gesucht und wo sie ihn gefunden haben, haben sie ihn kräftig bekämpft. Und während des Kampfes gab es ein sehr großes Highlight und das wird euch jetzt Medina erzählen. Und zwar hat MC Expert in den letzten Folgen hier eine Falle gebaut und Sparko Phoenix ist in die Falle reingetappt und ist dann mega weit hochgeflogen. Und er konnte sich durch das Schiff von Early Boy und Baloui retten, weil da noch ein kleines Wasserbecken drin war. Und ja, hier ist ein kleiner Ausschnitt. Was war das? Lol, ist unten? Ich bin im Wasser gelandet. Alter, was war das denn? Krass, das war echt krass. Respekt ohne Scheiß. Was? Wie ihr eben gesehen habt, war das schon ziemlich krass. Dann haben die halt mal weitergefeiert und durch den Todesfall von Crafting Pad haben sie Varo 2 gewonnen. Freunde, und ja, da melde ich mich auch nochmal zu Wort. Ich will mich jetzt an der Stelle mal wirklich bei jedem bedanken, der mir das hier Ganze einfach ermöglicht hat. Ich hätte das alles echt ohne Scheiß alleine niemals so hinbekommen, wie es jetzt ist. Ich hätte niemals jede Folge jeden Tag gucken können und hatte deshalb mein Team immer hinter mir, das mir immer unterstützt hat. Auch wenn ich abends mal irgendwas brauchte, war immer jeder da. Das war einfach übelst cool. Und ja, ihr habt jetzt schon ein paar Leute von denen mitbekommen gerade. Die haben ja die News heute mal gemacht. Und es waren nicht alle dabei, weil heute voll viele schon Schule hatten hier in Rheinland-Pfalz. Shish, ich habe noch Ferien und deswegen konnten wir das jetzt morgens noch spontan aufnehmen. Tut mir auch leid, dass es heute doch keine 14 Uhr wurde, sondern ein bisschen später. Ist halt ziemlich anstrengend, beziehungsweise macht auch ein bisschen Arbeit, weil halt mal immer wieder Tipps geben muss, wie die Leute es besser machen und so. Aber ich würde mal sagen, jeder hat es wirklich hammergut hinbekommen. Und echt mal Props an euch fürs erste Mal irgendwas aufnehmen, war das alles schon ziemlich nice. Und Leute, dann will ich mich natürlich auch bei all meinen Abonnenten und generell mal bei euch bedanken, dass ihr mich jeden Tag unterstützt habt, dass ihr jeden Tag meine News geschaut habt. Mich hat jedes Kommentar gefreut, wenn ihr geschrieben habt, oh, das war wieder cool oder so. Voll oft irgendwie, hey, abends vorm Schlafen gehen, schaue ich mir so noch an und so. Das ist einfach richtig, richtig cool. Und ich hatte so oft mal richtig viele Likes und so. Das war einfach krass. Und dafür will ich mich mal bei euch, bei der Community bedanken. Und Freunde, ich hoffe bei Varo 3, falls es Varo 3 gibt, seid ihr wieder alle am Start. Natürlich versuche ich da nochmal selber etwas länger zu überleben und versuche nicht in Folge 1 wieder rauszufliegen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann würde ich sagen, echt nochmal Dank an das komplette Team. Dank an den Intro-Designer, Dank an den Graphic-Designer, der die Teams da aufgestellt hat. Alles nochmal in der Beschreibung. Wäre echt hammergeil, wenn ihr vorbeischaut. Genau wie von den ganzen Leuten, die gerade noch die News gemacht haben. Meine Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns bei Varo 3. Und für meine richtigen Abonnenten, die auch wirklich mich feiern und nicht nur die News, sehen wir uns ganz normal morgen oder später. Später kommt noch ein Der kommt flach mit Revi. Und Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns. Haut da rein und macht's gut. Ciao. We'll be right back.